Also, guten Nachmittag miteinander. Ist Berndeutsch okay oder Schriftdeutsch? Gut. Die haben es ja nicht verstanden, oder? Nur Hauchdeutsch können. Gut. Also die nächsten 90 Minuten beschäftigen wir uns mit Innovationen im Beschaffungswesen. Also es ist noch nicht so viel mit Blockchain und künstlicher Intelligenz. Das ist dann vielleicht in den nächsten Jahren, aber wir haben schon erste Anwendungen, die sehr spannend aussehen. Visionen. Und zwar zeigt uns der Ronny Hochstrasser von Swisscom, wie die Vision könnte aussehen von einem vollautomatischen, objektiv transparenten Einkaufsroboter. Und der erste Feldversuch, das ist so gerade am Anfang etwas Aufrüttelndes. Und er wird dann auch noch auflösen, ob das Swisscom schon einsetzt oder nicht. Alexandra Bachmann hat das Problem gelöst, wie dass man mit freihändigen Vergaben compliance-gerecht das umsetzt. Zeigt dann das auch online auf, wie das so etwas abläuft, wo eben gerade die Usability wichtig ist, dass eben so Prozesse ausgeführt werden. Und wenn man jetzt selber als Beschaffungsstelle so ein innovatives Produkt beschaffen will, zeigt uns Jennifer, der Capitani, wie das man da muss vorgehen muss. Ich habe mir auch noch ein bisschen Gedanken gemacht zu Innovation. Wer weiß, was da vorne auf dem Stein steht? Facebook, genau. Und zwar hat der Mark Zuckerberg hat das als Mahnmal, dass alle, die dort dran vorbeilaufen, für Gott arbeiten, dass es eben nicht so gehen soll wie Sun, wo irgendwann nicht mehr so innovativ war und von Oracle aufgekauft worden ist. Das ist auch so eine Kurve zu Innovation, wo man eigentlich sieht, was passiert, wenn man eigentlich den exponentiellen Knick vor Konkurrenz verpasst. Dann geht es mit dem eigenen Geschäftsmodell näher etwa so wie beim anderen Uhr geht es bei diesem näher runter. Und genau, das Ziel von heute Nomi ist, wie verhindern wir das? Weil das kann auch bei einer Volkswirtschaft passieren, wo näher halt auch Behörden gefragt sind und nicht nur bei einem einzelnen Unternehmen. Mal, dann würde ich jetzt Ronny übergeben, der uns sein Einkaufsroboter vorführt. Ja, grüß euch miteinander. Ich bin der Ronny Hochstrasser. Ich leite ein kleines Team von 7 Leuten, also ein Entwicklungsteam bei Swisscom. Und wir haben einen Auftrag bekommen, nämlich, dass wir neuartig beschaffen in der Baubranche. Und dort ist auch vor allem das Ziel, dass wir einen grossen Wert auf Objektivität und Transparenz legen. Und auch dort eigentlich können sagen, hey, wir können die Objektivität und Transparenz im Einkauf von Bauleistungen wirklich drastisch erhöhen. Heute möchte ich aber mitnehmen auf eine kurze Reise, nämlich in eine potenzielle Zukunft. Nämlich, wie ihr sicher schon lesen könnt, geht es darum, ich möchte euch gerne mitnehmen und euch zeigen, wie könnte ein Roboter aussehen. Könnte es überhaupt möglich sein, dass man irgendeinen Einkaufsroboter hat, der eigentlich wirklich vollautomatisch objektiv und transparent für uns einkauft. Gut, wenn ich von Einkaufsrobotern rede, was meine ich da genau damit? Also, stellt euch mal vor, der Roboter würde automatisch die geeigneten Lieferanten wählen. Also, der weiss basierend auf den Anforderungen der Firma, welche Lieferanten überhaupt geeignet sind, welche Lieferanten überhaupt in Frage kommen und würde die eigentlich vollautomatisch anschreiben. Und der zweite Punkt seht ihr, er wird vollautomatisch auch Offerten einholen. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Lieferanten, er tut allenfalls den Lieferanten erinnern, wenn die Offerten noch nicht eingegangen wären, oder tut allenfalls auch weitere Lieferanten einladen, wenn vielleicht nicht genügend Offerten reinkommen und so weiter. Also, so sehr plastisch erklärt.
Und vielleicht geht es irgendwann sogar so weit, dass wir sagen, okay, wir haben ja eingänglich Zuschlagskriterien definiert. Die Zuschlagskriterien können vollautomatisch beurteilt, bewertet werden. In euren Köpfen dreht sich jetzt sicher schon etwas, aber statt dass jetzt eigentlich noch weiter um eine potenzielle Vision oder weiss nicht was darum reden, habe ich mich entschieden, wir wollen euch einfach einen Eindruck geben, wie das heute schon bei Swisscom läuft. Also nicht ganz so logischerweise, aber einen kleinen Einblick. Nämlich, was ich euch jetzt wieder zeige, ist eigentlich der Schluss von einem Vergabeprozess. Also sprich, eine Ausschreibung durchgeführt hat und dann der Lieferant die Offerte entsprechend auswählt. Dazu wechsle ich gerade auf den Browser. Genau, und das sehe ich eigentlich von unserem System, das wir entwickeln. Ich habe jetzt gerade eine Mitteilung bekommen. Man sieht es nicht, das ist schon perfekt. Sieht man es, ist gut. Ich habe von unserem System eine Mitteilung bekommen, die Offertphase ist beendet. Und ich gehe dann gerade direkt eigentlich auf die Plattform. Ihr seht jetzt hier, dass sie unterschiedliche Offerten reinkommen. Also da seht ihr Tonis Backer, Stein um Stein oder auch Hugendobel Locher AG. Ihr könnt natürlich Dokumente anschauen und so weiter, aber um das geht es jetzt heute nicht. Sondern hier ganz klein, aber überhaupt nicht unbedeutend, seht ihr ein Resultat. Wir nennen das den Bobby. Wir haben einen lustigen Namen gewählt. Das ist eigentlich unser automatischer Roboter, sage ich jetzt mal. Ihr seht hier, er hat bereits das Resultat kalkuliert. Das heißt, die 3,7 von 4 ist die Auswertung. Und auch zum Beispiel bei einem weniger guten Lieferant 2,7 von 4. Aber ich werde euch Details zeigen, weil das ist sehr oberflächlich, logischerweise. Ihr seht hier auch gerade entsprechend, haben wir die Zuschlagskriterien definiert jetzt für die Ausschreibung hier. Das ist jetzt hier Preis, Qualität, Erfahrung, Ökologie und auch Organisation gewesen. Ihr seht jetzt hier Übersicht, also ich bin hier auf dem Punkt 6. Und was wir immer wieder sagen, ist wichtig, man sollte eigentlich, wenn so Daten automatisch zur Verfügung gestellt werden, auch können nachvollziehen, wie sie die kalkuliert wurden. Dazu gehe ich mal auf ein Beispiel. Ihr seht jetzt hier die Qualität von Tonis Backer GmbH. Eigentlich die Herleitung von der Qualität, die zu 20% gewichtet wird. Und wir sehen ja gerade, dass offenbar 12 ähnliche Baustellen schon durchgeführt wurden von diesem Lieferant. Ich sehe unten dran auch gerade, welches Top 3 Baustellen sind, sozusagen. Und ich sehe rechts oben auch die Qualitätsbewertung und genau auf die Zertifikate und Auswertungen, die jetzt der Lieferant mitbringt, die relevant sein für die Unternehmung. Ich könnte natürlich das auch noch manuell übersteuern, also das ist nach wie vor möglich. Manchmal haben die Leute einfach schlussendlich eine bessere Erfahrung oder eine bessere selber Erfahrung gemacht. Zeige ich das, dann kann ich hier sagen, ja, ich möchte das gerne manuell überschreiben. Das System warnt mich dann auch und sagt, hey, du hast es manuell überschrieben, bist du sicher, dass du das wirklich machen möchtest? Ich möchte das jetzt wieder zurückändern oder es nicht machen. Es geht jetzt hier wirklich nur wirklich zum Zeigen, wie es halt dort aussieht. Soll ich den Auftrag überhaupt vergeben? Das kann ich ebenfalls sogar auf der Plattform hier, die ich zeige. Kann ich jetzt gerade drauf Auftrag vergeben, muss das kurz bestätigen. Ja, jetzt seht ihr, also, das ist eigentlich Daten, die bereitgestellt werden. Ja, das ist noch gerade jemand, der mir schreibt. Das ist ein bisschen unglücklich. Ja, voilà. Und jetzt sehen wir auch gerade, der Bobby meldet sich. Er hat das gemerkt, es sind schon 15 Aufträge, die diesem Gewerk eigentlich vollautomatisch vergeben haben. Und frage mich sogar, ob ich das in Zukunft eigentlich auch vollautomatisch vergeben will. Ich sage jetzt ja. Das Vorrücksicht, ob es sinnvoll oder nicht, darf jedem von euch im Kopf eigentlich selber passieren. Gut. Jetzt schnell, bevor wir jetzt weiterfahren, eine kurze Frage in die Runde stellen, nämlich folgendes. Wer ist der Meinung, das ist genau das, was wir brauchen in Zukunft, dass wir einen Roboter haben, der uns datenbasiert vollautomatisch alles zur Verfügung stellt und noch vollautomatisch vergibt. Haben doch bitte die Hand in die Luft. Es gibt ein paar Sympathisanten gesehen, ein paar, die unsicher sind. kurz in die Warnung, was ich gezeigt habe, ist gefälscht. Ich habe mich ein bisschen schockieren. Das war nur ein Designprototyp. Es ist nicht so, dass wir schon jedes Gewerk oder was auch immer alles vollautomatisch kalkulieren können. Das ist eine mögliche Vision, wie das mal aussehen könnte. Aber nochmal, ich sage es nochmal, es ist heute nicht so, aber es ist gekommen.
es klar ist. Wir sind auch nicht unbedingt der Meinung, dass es der richtige Weg ist. Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Weil, ja, ich finde, Daten sind sehr wertvoll, kann einem zur Entscheidung helfen. Das glauben wir dran. Das wollen wir auch immer mehr unterstützen. Aber dass jetzt das wirklich vollautomatisch vergeben werden sollte, sehe ich doch noch ein paar Risiken. Wenn Daten nicht korrekt sind, wenn das Modell nicht korrekt ist, nicht so sicher. Gut. Jetzt vielleicht schnell ein bisschen zum Zurück auf den Boden der Realität zu kommen. Was haben wir wirklich gemacht? Weil im Tipp ist ja gestanden, sie erst Feldversuche sozusagen. Wir haben eigentlich einen Auftrag erhalten, ein grösseres Projekt auszuschreiben. Also das ist bewusst. wir haben einen Auftrag bekommen, ein grösseres Projekt auszuschreiben. Das sind Bauarbeiten, die in der ganzen Schweiz tätig werden, im Umfang von 20 Millionen. Das war so ein bisschen wie unser Pilotprojekt gewesen. Und haben dort dann entsprechend wirklich effektives Modell gemacht. Und da würde ich jetzt gerne dazu einführen, was wir genau gemacht haben. Es war ein Bau, das habe ich schon erwähnt. Und was wir gemacht haben, was heute auch üblich ist, eigentlich mehr eingänglich klare Zuschlags- und Eignungskriterien definiert, inklusive Gewichtung der Zuschlagskriterien, logischerweise. Und was wir effektiv gemacht haben, wir haben, bevor das Offerte reinkommen, haben wir zu den Firmen relativ viele Daten gesammelt. Wir haben historische Daten über die oder auch externe Daten gesammelt, sei es zur Ausbauqualität, Zeitinhaltung oder auch First-Time-Right, das ist so ein Modebegriff aus der IT-Industrie, sage ich jetzt mal, kennt ihr das sicher. Und was ich auch muss sagen, an diesem Punkt, wir viele Daten noch manuell aufarbeiten. Also es ist nicht so, dass die alle so einfach vor den Füßen legen, die Daten. Auch hier möchte ich auch sagen, die Datenqualität und Glaubwürdigkeit der Daten ist nicht immer da gewesen. Die haben wir dann müssen weglassen, Teil der Daten. Also es hat noch viele Komplikationen, wie dem, was ich jetzt gerade vorher ein bisschen aus dem Vordergrund gezeigt habe. Was wir aber dann effektiv gemacht haben, wir haben ein Modell gemacht, und hey, wo die Offerte reinkommen, eigentlich anhand von diesem Modell mit den Daten, die wir vorher aggregiert haben, effektiv können wir vollautomatisch sagen, also wie eine Prognose machen und sagen, unsere Meinung sollte hier der Lieferant gewinnen, hier der Lieferant, hier der Lieferant, hier der Lieferant. Und wir haben so fast in allen eigentlich Vergaben und auch so umgesetzt. Der Unterschied ist natürlich, dass es nicht, dass es für ein grosses Projekt war und man da eine entsprechende Datenbasis hat. Wie sehen wir, wie wir das in Zukunft anwenden können? Wir sind der Meinung, also bei so grossen Einkaufsvolumen würden wir eigentlich die Methodik gerne wieder anmelden, dass man das wirklich datenbasiert, wirklich die Entscheidung kann herleiten, sage ich jetzt mal. Ich habe die Meinung, dass schon noch der Mensch sollte Ja oder Nein sagen, also dass es klar ist. Wir sehen auch eine Möglichkeit von einer breiten Anwendung. Da sind wir eigentlich dran. Das wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen, sind wir überzeugt, dass man eigentlich, sage ich jetzt mal, erste Entwicklung von so einem Beschaffungsroboter hat. Das ist aber mehr momentan in der Datenstruktur, die wir arbeiten sind, logischerweise. Und wir werden anfangen oder fangen jetzt an mit interaktiv Informationen einblenden, die ihm helfen bei der Entscheidungsfindung. Das sehen wir als ersten Schritt eigentlich in die Richtung. Und das ist auch sehr realistisch. Irgendwann sind wir auch der Meinung, dass wir eine vollautomatische Bewertung oder jetzt sagen wir dann vielleicht gescheitere Empfehlung von einem System generieren. Ja, kleine Aufforderung an euch hier alle. Das ist schon das Ende meiner Präsentation, ich muss einfach kurz halten. Wir sind noch da, also der Benedikt Eckermann und ich, er ist schon bei uns im Team. Wir wären, das fände ich ganz cool, wenn ihr bei uns zukommt, wenn ihr euch generell Interesse habt an datenbasierten Entscheidungsmodellen, sage ich jetzt mal. Oder wenn ihr Interesse habt an Digitalisierung von Beschaffung von Bau. Oder auch generell, wenn ihr mit uns diskutieren über den Purchasing Agent, was eure Meinung ist, oder Gefahren und Chancen, die ihr seht. Also wir haben noch Zeit. Hat jemand gerade Fragen? Anregungen? Christian Hunziker, strategisch Einkauf SBB Infrastruktur. Klingt für mich genial. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, oder? Von Gleichbehandlung, von Transparenz, objektiv, ist es ja eigentlich nichts anderes, was wir als Personen auch machen, im Technischen wie im Kommerziellen. Wir
für die gleichen Daten. Oder wenn man das abstrahiert. Und jetzt ist einfach, stellt sich die Frage, wieso soll das ein Computer nicht können? Oder, und von dem her denke ich, vor allem bei gleichen Beschaffungen, die wiederkehrend sind, denke ich, ist das wahrscheinlich sicher ein gangbarer Weg. Ja, ich bin der Meinung, bei wiederkehrend ist viel einfacher. Es gibt natürlich schon Gefahrenpunkte, man muss sehen, das ist, ich mache ein Beispiel, ein Lieferant kann, gerade so bei Rating oder so auf Airbnb, sehen wir es relativ schnell. Kann relativ schnell ins Dunkel abdriften. Wo vielleicht, oder auf Regard oder so. Etwas Schlechtes passiert und dann ist er weg von der Bildfläche. Das ist immer ein Risiko von solchen automatisierten Systemen. Das kann man im Modell auch berücksichtigen. Aber einfach, das ist so ein Restrisiko, man hat, meiner Meinung. Ja, aber die Objektivität, oder, ist eigentlich mehr gegeben, wenn ein Mensch das macht. Oder? Also ich kann ja als Mensch auch nicht so objektiv bewerten, wenn mir der Lieferant besser gefällt. Das ist halt, da ist vielleicht die Maschine dann objektiver. Wahrscheinlich ist das, was ihr auch gesagt habt, das Zusammenspiel. Die Maschine tut es und der Mensch schaut drüber. Das glaube ich. Christian Bühlmann, habt ihr euch auch Gedanken gemacht, wenn ein neuer Akteur auftaucht, wo ihr noch keine Daten habt, wie ihr den könnt fair in das System hineinbringen? Sehr gute Frage. Nein, ich muss jetzt ehrlich sein, nein, bis jetzt noch nicht. Also wirklich nicht. Spontan, das würde mir Sinn kommen. Eigentlich, wir müssten auf herkömmliche Akkreditierungsverfahren zurückgreifen. In der Anfangsphase. Ich weiß nicht fair, ob überhaupt ein neuer Akteur kann mittreten, sage ich jetzt mal, oder beitreten. Oder halt eine Chance geben, halt auch. Viel Angst kommt jetzt spontan in den Sinn. Also hat noch eine Frage, auf welcher Grundlage, dass ihr die Daten sammelt? Also ist das, wenn man wie mitmacht, macht man eine Verständniserklärung, oder? Ja, also oder sind das öffentlich verfügbare Daten über die Lieferanten? Ja, also A, das, ja, und B, natürlich interne Daten, wo man halt Qualitätsmessungen von Lieferanten machen und ja, dann müssen sie nicht einwilligen, dass wir die brauchen für eine später, also ja. Ah, okay, ja. Also, ja. Merci. Ich bin Sandro. Mich würde interessieren, wie die Agent-Geschichte mit dem Web, wo wir heute viel darüber geredet haben und gehört haben. Da gibt es ja die Transparenzkriterien, dass sie aber in aller Regel haben die ein rechtliches Korsett. Also sie, entweder weisen sie es als eigenes Kriterien aus oder irgendetwas. Noch schon Gedanken gemacht, wie das rechtlich würde verheben mit einem so einem automatischen Agent, der da selbstständig. Nein, bis jetzt nicht. Wir sind aus Swisscom natürlich auch freihändig vergaben. Oder wir sind nicht im öffentlichen Beschaffungsrecht unterliegend. Also darum, gut, das ist ja eine Frage vom Schwellwert. Oder? Also, du hast ja nicht über 250'000 kannst du ja nicht freihändig vergeben, auch an Swisscom. Doch, Swisscom ist nicht im öffentlichen Beschaffungsrecht unterliegend. Gar nicht? Gar nicht. Okay. Ich habe gemeint, dass gewisse Sektoren auch müssen. Also, das kann ich mir vorstellen. Telekommunikation, ja, habe ich gemeint, ist auch so ein Sektor, der bei gewissen Ausschreibungen auch muss. Das kann ich mir gut vorstellen, aber auch nicht. Okay. Rido Bracher von der Atrete. Ich finde das ganz einen spannenden Ansatz, weil es ist effektiv ja nur eine Weitertreibung von der Automatisierung, was der Mensch heute in der Evaluation macht. Im Bauwesen ist das eins. In der IT haben wir häufig mehr nicht nur Äpfel und Birnen zum Vergleich, sondern einen ganzen Fruchtsalat. Und da ist meine Frage, wie hat er das angedacht? Muss man da zuerst einen Katalog von vergleichbaren Leistungen aufbauen, wenn man dann mal den Baubereich verlässt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Man kann es nur auf Lieferantenbasis anschauen, aber wie du sagst, hat man nicht einen Leistungsvergleich, sondern einfach einen generellen Lieferantenvergleich, oder? Und ja, ich habe mir noch nicht konkret überlegt, wie es in der IT-Industrie aussehen würde.
Aber ich denke schon, dass man eine gewisse Standardisierung viel einfacher wird sein. Also, dass man, wenn man einen Katalog von IT-Leistungen hat, dass man natürlich das viel einfacher machen könnte. Aber wenn es eben ein Mischsalat ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Bin mir nicht so sicher. Also, auch Stand heute, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wird gehen. Jetzt hat jemand noch eine Frage, sonst würden wir weitermachen. Gut. Merci vielmals.